Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Visions of Mana. Hier spielt jemand die Gitarre. Hm? Zupft dran wie an einer Knarre. Na, wir schauen mal, wer das ist, wer hier so schön spielt. Bisher ist uns ja, sehen wir ja nichts. Aber jetzt vielleicht. It's coming from here. Was ist das? No matter what, oh yeah. So long as all of us are alive, we can grow and sing and thrive. Hallo. Looks like jam number 1460 is another keeper. Not bad, not bad. Gosh, the fairy is taking her sweet time this year. Oi. Those were some weird lyrics. Well, I didn't really ask for your input. Get out of town! You wouldn't happen to be the convoy of alms now, would you? I'm Jule, custodian of the burrow. A sproutling, obviously. Oh, you came all this way, but I'm sorry to say there's no alm of wood. Ja, wie immer, wie immer. I guess that means we're stuck here for now. Wait a second. One, two, three. Is it just me, or are we missing people? Due to some complications on our journey, the alms of light and darkness will join us later. I am Palamina, alm of water. Oh, I'm the soul guard, Val. Morley, Alm of the Moon. They call me Karina, Alm of Wind, and this pretty lady is Rainco. Golly, a sacred beast cub. Still growing, I see. Were you raised outside of Elusia? Hang on. Do you know Ramco? Nope. We only just got acquainted, but I know plenty about these sacred beasts. That's everyone. Oh, what about the Alm of Fire? Did something happen to the Alm from Tiania? She, Hina. She lost her core stone. We're looking for the person who stole it from us. And we're actually in a hurry. Not sure what you mean by core stone, but losing things is never fun. Sounds like most people haven't heard of core stones. The only news I can give you is no news. Sorry. There's nobody here but us sproutlings, and I haven't seen any thieves come through the burrow in, well, ever, probably. Plus, there's nothing beyond Verdius but the mana tree, so... Oh, yeah! And that boulder at the entrance with the legendary sword stuck in it? But that's it, huh? Huh? Legendary sword? Oops! Look at the time! I have to go water my friends. Bye! Hi. Wait. July. What sword? Mickey is okay. This is a boop. Okay, am I the only one in the dark here? The goddess of mana was said to have given a legendary sword to her hero champion, but I could have never fathomed that the fairy tale was fact. Dürfte das vielleicht vom ersten Teil so sein? Orin and Hina talked about it once. I didn't think it was real either. Perhaps the kernel of truth behind the myth originated here in Elusia. It is the home of the mana tree. Our search for Orin might be a bust, but we still need an alm of wood. We should ask that kid from earlier what's up. True. Let's find him. Der Holzgeweihte. He has to water his... what? Better look for him, I guess. Yeah, right. Ist das sich selbst? Ich weiß es ja nicht. Let me see. Nice. Mhm. Nice.
So. Let me see. Nice. Juhu. Got some syrup. Taking this. Gut, haben wir einiges zusammengesammelt. Das ist doch schön. Hinten ist noch eine Truhe. Das lässt mir keine Ruhe. Taking this. Hey, der Witzke. Of my daily duties. Mind getting out of my way? Do all custodians water the plants here? Of course. Who else? I have to take care of my friends. Friends? Sure. This tree here is a good friend of mine. Wait, what? This tree is a sproutling? Oh, I guess you wouldn't know. When a sproutling goes to sleep for a long time, we tend to turn into trees. Every 4 years, just in time for the pilgrimage, one of my hibernating friends grows the most beautiful flowers. The alluring fragrance beckons the fairy to the burrow, and that lucky sproutling gets to be the ohm. Only the most vibrant of sproutlings can blossom, making them the perfect candidates for the ohm of wood. Our patron elemental wants lush foliage on all of her animals. Das ist der Schulleiter, Sprössling. Usually the trees are already in bloom by the time the convoy of alms arrives. But not this year. There's probably no hope for the burl after all. I suppose we all gotta go sometime. Whoa, hold on. No need to jump straight to utter destruction. Nope. I think this is it for us. No flowers, no fairy, no future. Anyway, I'm sure you've all got stuff to do. Some bandit you're tailing or whatever. He's really gonna give up on his homeland? Just like that? Naja, es hat... Jule seems really knowledgeable about the pilgrimage. There's a lot more I want to ask him. Na, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Magiebrecher. Alles, kann man doch kreuz und quer laufen. There's a lot we don't know about all this. I was hoping for answers. A chat would kill time better than my usual rounds. As you wish. All sproutlings remain dormant for long periods with one exception. We alternate who looks after the rest of us while we sleep. As the custodian, I water my sleeping friends each and every day. I woke up 4 years ago just as the last pilgrimage was coming through the burrow. So for 4 years, you've been watering these guys waiting for them to bloom? All by yourself? Of course. Though, I guess it's not gonna matter much anymore if there's no arm. Might as well hang up my watering can. You can't be out of options already. Have you talked with your patron elemental? Maybe she can help. What a silly thing to say. Alms are appointed, not requested. There's nothing I can do about this. But how do you know if you don't try? I went directly to Sylphid and asked to be made the Alm. You don't want this place to be destroyed, right? Then do something. Anything. Go ask the Elemental of Wood to hurt you. Sure. You've got to be joking. She's joking, right? Karina's telling the truth. She went out and found the Elemental of Wind in order to request her position as the Alm. But that's going against the hand of fate. Perhaps mortals like yourself try to defy destiny, but that's not how we do things up here. Sproutlings take what life gives us, and we're grateful for it. I don't know how many thousands of years ago it was, but we watched your world teeter on the edge of destruction. All the while, we waited, tending the seeds as we've always done. Whatever hand fate deals us is our burden to bear. How egotistical to assume you know better than the goddess herself! Egotistical? That's rich coming from a stubborn weed like him.
He's not wrong to stick to his principles. He just needs some perspective. Is following the will of the world really worth accepting the destruction of all you hold dear? Ja, not that the workings of the hand of fate aren't important, but Karina's got a good point too. I don't want Jalay to give up hope. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er lebt einfach, oder er genießt sein Leben. Er chillt. Ehrlich. Das merkst du richtig. Und wir nerven ihn. Schon wieder ihr. You're a pushy bunch, you know that? What is it this time? You're the one who ran off. We weren't done with our conversation. Actually, I didn't have anything else to say to you folks. I've said my piece. No need to get worked up about it. I'll tell you what. If an alm of wood is chosen, you'll be the first to know. So go ahead and look around for that corkstone or what have you. It's corestone, not corkstone. And that's our friend's soul you're talking about, bub. Hina, the alm of fire, had her corestone stolen by Orin. If we don't get that piece of her back, then Tiania is in danger. Perdia still has a chance, so use it! How can you stand around and throw your hands up like none of this is in your control? Don't you care what happens to the burrow? Think of your dormant friends. Don't you want to save them? Isn't that worth Look, pal, I'm not going to take much more of your sass. You think I'm not worried about the fate of my home? There should be blooms by now. It's not supposed to be like this. Without flowers, the fairy won't come. Without the fairy, us sproutlings lose our purpose. No lives to preserve, it'd be the end of everything. Maybe this is my fault. I could have overwatered the burrow or pruned something I wasn't supposed to. That worry is always on my mind. Jalay. Here's a thought, Jalay. We could all search for the reason the flowers aren't blooming. Huh? But don't you need to find that Eren guy who stole from you? You said so yourself. No one has come through the burrow but us. We trust you to know what's going on in your home. Besides, I'm the soul guard. It's my duty to find the alm and protect them from harm. Look, I appreciate the thought, but there's no cure for the burrow. It's pointless. Oh, honestly. Stop quitting before you start, kid. Come on, folks. We've got a job to do. I think this place doesn't get enough sunlight. That's what. The landscape in Verdius hasn't changed in millennia. They would have had problems long before now if it was the sun. Maybe Gnome's powers are too weak to reach here? It is true that Illusia is a tad far from other terrain. The solution may be that the sustenance given to the sprouts is being sucked dry. That's a lot of leads to eliminate. Let's take a look around the area first. The reason... Wait! Could it be... Where'd Jalay get off to? Well, while we wait for him, we can try to figure out the cause of all this. So ist es. Der hat sich auf den Weg gemacht. Der weiß schon, was das Problem ist. Taking this? Das heißt, die anderen zwei Geweihten werden wir wahrscheinlich gar nicht drin. The whole area is covered in plants. No one can get through all this. Maybe that's for the best. We don't want Orin sneaking past us. Unless he's the one that blocked it off? Val, I surrender. I don't know anything about growing plants. This foray is fascinating. Practically none of this flora was included in the almanacs of my adolescence. There's no getting around it. We have to ask the Elemental of Wood for help. Great idea! If the Elemental doesn't know what's wrong, no one will.
I wanted to be the one to rub it in Julie's face when we found the answer. Sorry to disappoint you, Karina, but we haven't got the time to waste on fumbling around in the undergrowth. Dryad is the elemental of wood, and well-versed of these wilds. But who can say where we may find her? Would that I knew. At times like these, it's best to ask the locals. Ugh, great. Gotta bother Julie again. Just what I need. Almost done, it's endlich. Huh? It can't be. Oh. Hello again, weary travelers. What a surprise. How did you get here? Don't you know there's a big old stock that reaches all the way up here? My sisters and I didn't want to waste this once in 4 years opportunity, so we climbed up. We figured now was the perfect chance to gather exotic ingredients like Verdius nectar for flavorings and potions. Besides, this place has everything. Ancient forests, dangerous pilgrimages, mysterious Gaian explorers. What's not to like? Sounds like you three have a full itinerary. Wait a minute. Did you say Gaian explorers? Where did you see one of those? Oh, there was a dashing young adventurer of that description over by the tree. We saw him ahead of us. We did lose track of him, though. Had to focus on keeping our footing and all. Orin's on his way. Did you see a sproutling around here? Short, green, leafy? But I sure would love to meet a sproutling in the flesh. Bark? Ah! What was that? A terrifying cry, that's what! It came from the direction of Milos Woods. Someone might be in trouble! Could be Julie, or even Orin. Let's check it out. Oh, before you go, do you need to stock up on anything? Now's your chance! Anything you want, for a price. Grab the goods you need to save your friend. Don't get stingy now. Bye, bye, bye. Yeah, the spitting image of father in miniature. We really kaufen. That cry was coming from Milos. We have to check it out. Be sure to talk to my merchant sisters if you need to stock up on anything. Preparedness is key. Who knows what perils lie in the path ahead? Welcome! Peruse at your leisure. Mithril Schwert, Mithril Klinge, schau. Gibt's da mal was anderes? I seem you have a good eye. Happy doing business with you. Oh mein Gott. Silberspeer? Silberfächer. Sie hat im Moment ja das. Silberkatana, Mithril Messer. I seem you happy doing business with you. Mithril Stiefel. I seem you happy doing business with you. Sehr gut. Ja, und wir kriegen 10% Rabatt an. Trotzdem so teuer. Treibsandhemd, schau. Das stärkt uns, das ist wichtig. Wie fahre ich, rüst man's aus? Rosenanzug. Perfekt. Come back again sometime. Welcome. You can't go wrong with these goods. Gut, und wir haben Fähigkeit zusammen tauschen. Schild und Spiegelrune. Verteidiger Magieabwehr 15%. Tatendrang. Okay, passt. Come again soon. Niemals. Okay. Gut. Ja, dann scheinen wir ja schon wieder Action zu haben. Let's rest up.
Schauen wir mal, was uns erwartet. Ein großes V wie V. Ah, schau, Küsschen oder was? Und die Schule steht neben. Toll. Das ist Küsschen. Julie, what are you doing over there? What am I doing? What are you doing? We can handle this. Stand back. We call this critter grapple vine. It was too strong for me to uproot it when it decided to nest near the burrow. Be careful. It's coming for us. Get ready, everyone. We need to weed out enemies like this one. Quit causing trouble, you! You troublemaker! I need it! Just what I need. Figure out which element works best. You burst the spirit. Ja, ich bin nicht weg. Sehr gut, easy, aber ja. Überhaupt kein Problem. 13.000 Punkte, schau, 29, wunderbar. Schön. Me. Sicher. Thanks. Bitte. It was a close call. We were almost too late. Why did you wander off on your own? Oh, look in the mirror, buddy. Oh, now what? I mean, that you made me wonder if Grapplevine might be the cause of the problems in the burrow. Don't get me wrong. This could all still be by the goddess's will. But I wasn't quite as sure anymore. And you all seem so convinced that something could be done, so I wanted to check. But then I got attacked. Huh. And here I thought you were mad at us again. Glad to see we've convinced you to change your stubborn ways. That's one way to put it. Destiny doesn't just fall into your lap every time. Maybe. But you weren't able to figure out what keeps the flowers from blooming either, right? Yeah, we're definitely not experts in gardening. But when in doubt, it's best to ask for help. Jule, do you know where the elemental of wood is? Dryad? Easy peasy. Let me give her a ring. Oh, Dryad. Aha, hallo. So is a little yopo. Oh, kleine Wurzel. Yes, hello. Jeepers, you got here fast. Were you nearby? Oh, forgive me. That is to say, I was looking for you, Jule. But then I saw you were tied up with Grapplevine and wasn't certain what to do. Oh, dear. The alms. Please excuse me. I am known as Dryad. A particular pleasure indeed, Dryad. We were just inquiring as to your whereabouts. Yes, I could hear you from over there, and I think I may know what caused all of this fuss. As Jule guessed, Grapplevine was the one behind it all. It absorbed all the nutrients from the plants, stunting their growth. That's why the flowers wouldn't blossom. Well, the monster is gone now. So that means... The flowers, my friends! Dryad, this is great. There'll be an alm after all. Mm-hmm. We can expect the blooms at any moment.
Gee whiz! There's still so much to do. I have to get ready to welcome the fairy. Meet you back in Verdius. He's got some spring in his step now. Could I ask you, Olms, and you, Sir Solgard, to join Julay? Sure. Irregular as this situation may be, you will be one of the few pilgrimages to see the flowering firsthand. That should count for something, I think. Ja, dann fühlen wir uns geehrt. Julay's in a better mood. I guess he gets grouchy when he's worried. Lucky for us. For now, let's head to the appointment ceremony of the Alm of Wood. Wir können oder wieder Julay da geben weiter oder was, wenn wir dann seine Dinge erweitern können. Da greifen sie schon voraus. Na super. Mein gut, war eigentlich klar, ne? Das war Geheimnis, war es jetzt auch nicht. Schlingeranke, eine fleischfressende Pflanze mit einem langen, animalisch wirkenden Hals. Wer zu nahe kommt, fletzt sich an ihren riesigen Dornen. Vorsicht vor dem giftigen und einschläfernden Angriff. We did it. We hit it. Dryad, come on! Shake a root! Again, my apologies for the delay. I was considering Verdius's future and consulting with the denizens of the woods and such. Now then, let me see. With this spring breeze, I bid the trees awaken! Bloom forth! Kommt das noch so zu leicht? Friends didn't bloom. I did. A humble custodian like me? An Alm? I thought only dormant sproutlings were fated to blossom. Oh, yes, well, you see, I was planning to choose you from the very beginning. That's why I went searching for you. Would you, Julay, be my emissary to the Mana Tree and fulfill the duty of the Alm of Wood? You got it, Dryad! Oh, but if I'm the Alm of Wood, who will stay to tend and water my sleeping friends? They could brown or shrivel up and wither without proper hydration. I can't leave them alone like that, Dryad. That'd be worse than any disaster that could befall Verdius. Julay? Come to us. We have a message for you. Wait, that's... Julay? What's wrong? I can hear my friends. They want to tell me something. Come on, let's go talk to them. Okay. Jo, dann. I didn't notice anything, but I guess Julay could hear the voices of his friends. Better stick with him and check this out. Yes, Wie muss der Lehrer schon fort? Wer kann es hier verüben bei all ihren wichtigen Aufgaben? Yes! Wir haben Bock auf uns. Der sieht uns fressen, das fühlt sich schon viel zu oft, der hat schon die Schnauzen voll. Mit wem spricht er jetzt? You kept us company with your joyful singing. We asked Dryad to choose you as the Alm on our behalf. That monster in Mindless Woods has been draining us of our mana. We have nothing to spare on our buds.
Grapplevine is defeated, but it will take time before we can bloom again. Too much time to avoid the destruction of the burrow. But what will you do without a custodian? You'll dry up. Don't worry about us. Things will work out. Believe in the future of the burrow. We need you to convey the wishes of the Sproutlings to the Mana Tree. But you've all waited so long for the chance to be a gnome. I can't take that honor away. Then use this, and together we will see the future flourish. Ah, jetzt kriegen wir's. Relik. Die Reliquie. Wowie, the elemental vessel. Dryad Sprig. Oh, dear. So that's where it went. We forgot to return it before we went to sleep. Sorry. But now that our work here is done, I think it's time to go back to sleep. Enjoy the Mana Tree, Jule. We'll see each other again. Tschüss. Take the words of encouragement from your countrymen to heart. You're lucky they can see you off on your journey. There was no one left in my hometown of Etern to wish me luck when I left with Val. But maybe, just maybe, there's a chance at bringing some life back to the parish if I complete the alms duty. That's my hope, at least. Morley's right. It would have been nice to leave the veil with everyone's blessing, but sometimes it doesn't work out like that. Everyone at home always told me I wasn't fit to be an alm. But this journey has given me a lot to think about now that I'm here. And this from the person lecturing me about alms and duties just a moment ago. Huh. Sounds like the pilgrimage hasn't been easy so far. Thanks for putting up with me earlier. I look forward to our journey together. As short as it is. The Mana Tree is just over there, after all. Happy to have you, Jule. Sehr gut. Oh, what are we going to do about the greenery blocking our way out of Verdius? I apologize. That was my doing. I wanted to ensure that the path to the Mana Tree was protected. I will clear the way. Please give me a moment. Suppi, das auch noch. Dryad's Zweig. Jule mag manchmal etwas sturköpfig wirken, aber seine unterstützenden Fähigkeiten machen seinen kostbaren Verbündeten. Er kann lernen, gefallene Kameraden wiederzubeleben und ihre TP wiederherzustellen. Starken Gegnern sollte er jedoch aufgrund seiner geringen Verteidigung besser aus dem Weg gehen. In Dryades Zweig schlummert die Macht von Dryade, dem Holzelementar. Sie gewährt dem Träger die Kontrolle über die belebenden Kräfte der Natur. Mit RT beschwört die Reliquie des Holzes in einem begrenzten Bereich heilende Energien herauf. Betritt einen Mitstreiter diesen Bereich, werden für seine gewisse Zeit seine TP kontinuierlich wiederhergestellt. The Mana Tree is so close now. Though, I shouldn't get ahead of myself. Orin's still out there. Whatever I can do to prepare, I should do it in the burrow. Okay. Dann würde ich tatsächlich einmal vorschlagen. Wir schauen uns das alles an. Also der Trottelfilm ist natürlich alles ein Fragezeichen, logisch. Ist egal. Schauen wir uns an, wie ausschaut. Und was das für Fähigkeiten bekommt. Cool, Flötenspieler ist er jetzt, okay. Blütinger. Was hat denn er da in der Hand? Das ist ja wirklich Waffentyp Schirm. Oh.
Ruft mehrere Mümmler bei einem Fuß einen Schlagschaden, Alter. Okay. Weniger Schaden. Kampf alle 10 Sekunden. Im Kampf stellt im Kampf alle 10 Sekunden 5% der DP aller Gruppenmitglieder wieder her. Wie heftig ist denn das? Okay. Schräg, ja. Ich leg das wieder an, damit ich Bescheid weiß. So, dann können wir, schauen wir uns das nächste an. Schauen wir, was er da hat. Schnuckelig schaut aus. Das ist ein Knickerbocker. Ehrlich. Die Cowboy Stiefel. I feel stronger than ever. Okkultist ist er jetzt. Beflügelt vom Wind, ne? Okay. Blumenfeuerbombe auf Gegner zu werfen, wirft er sie für Lichtklingen und verursacht Mondschaden, erhöht die Chance, gegen mit normalen Angriffen zurückzustoßen. Weil man das ist voll, okay, dann haben wir hier einen riesigen Motion, dann haben wir das. Was hat er hier? Erhöht Schaden von Beschwörungsmagie um 60%, ruft mehrere Kapuzenratten herbei und verursacht Schnittschaden. Ja, das könnte tatsächlich alles interessant sein, muss ich sagen. Also ich finde Beschwörungsding echt interessant. Irgendwie. Es hat was. Also das Windding bei ihm tatsächlich, muss ich sagen, irgendwie finde ich das geil. Ausrüstung, ja, genau. Du kriegst deine wieder zurück. Und jetzt kommt die dran, das ist... Genau. Das ist die vom Vale, ja. Ich bin gespannt, wie er jetzt dann ausschaut. Aber dass er da heilen kann als Windding, ist, finde ich, schon mal geil, ne? Alle paar Sekunden, 5% ATP. Ist sicherlich nicht schlecht. Was hat der da für Waffen? An Blumenstrauß. Gelehrter Blütenzepter oder Servus. Bitte die Kraft der Wassergeist mit Anwender einen Verbündeten mit einem Effekt zu belegen, der vorübergehend DP regeneriert. Okay, das ist so Regener. Im Kampf gegen Insekten, Pflanzen und Wassergänge nimmt der Träger 20% weniger Schaden und füge ihn 20% mehr zu. Wenn der Träger TP mit Heilmagie heilt, wird er von allen aktiven Wertesenkungen befreit. Ah, geil. Ich weiß nicht, die Macht der Wassergeister. Hier haben wir bitte die Kraft der Wassergeister mit Anwender einen Verbündeten von Wertesenkungen zu befreien. Verstärkt die Wirkung von TP und MP heilen Gegenständen bei der Anwendung eines beliebigen Gruppenmitglieds um 50%. Das ist halt aber auch nicht schlecht. Das heißt, das wird dann halt, oder was um 100 heilt, halt dann halt 150, ne? Nicht verkehrt. Das war jetzt deine Reliquie, ne? Na, Entschuldigung, seine. Gottes Willen. So. Die Kraft des Feuers entflammt in dir. Das ist ein Brenner, der mit sein. Für Keule, schon mal, Alter, ich schau dir wie für Super Mario. I feel stronger than ever. Achia, gewechselt, keine Ahnung, Gesundheit halt, ne? Ein Hammer, oder?
Okay, kannst du den Hammer werfen? Kampf gegen Hybriden und Menschen gegen den Arbeitsgruppen gibt 10% weniger Schaden. Heilt im Kampf die DP alle 10 Sekunden um 5%, der hat er das auch. Ruft einen Rüstritt herbei und verursacht Schnittschaden, Alter. Stellt alle 10 Sekunden 5% der TP der Gruppen wieder her, deren TP auf 50% oder weniger gefallen sind. Das ist halt auch super. Ruft Metallurks, Alter. Lava schießt das Symbol. Stellt alle 5%. Okay, das hat er wieder. Stellt im Kampf beim Heilen eines Verbündeten 40% ATP wieder her. Stellt 10% ATP aller Gruppenmitglieder wieder her, wenn ein Blitzgruppenmitglied einen Gegner besiegt. Okay. Brutal. Ich finde es irgendwie geil und wahrscheinlich ist das cool scheiße. Das ist der meiste. Okay, du kriegst das wieder zurück. So. Geisterreliquie, ja. Schauen wir uns das an. Die Erde bebt in ihm. Schaut da wieder so ein Hammer. Jäger ist er jetzt, das ist sicher. So schaut der Jäger aus. Feuert 4 Pfeile ab, okay. Schnittschaden, erhöht Schaden in Klassenangriffen. Nach Einsatz werden alle Gegner betäubt. Wirft Blitzschneide Lanze für Schnittschaden. Okay, dann wieder zwei Feuer mit einem Strahl und einem Gegner verursacht Erdschaden. Dort hat er im Kraft 1050. Hört den Schaden von Gassenangriffen, Bosse allein 30% mehr Schaden, nach Einsatz des Gassens werden 100% der DP. Okay, das ist geil. Das letzte, aber da muss er mal hinkommen. Kann ich mit ihm eigentlich schon freischalten? Ja, wir haben ja das Tonikum, ne? Das setzen wir gleich mal ein. Das können wir ja nutzen. Okay. Kriegt er wieder einen Schirm oder was? Oh mein Gott. Man, das ist jetzt dann der Holzgeweihte, ne? Wie es eigentlich wäre, ne? Mit der Relie, mit dem Schrägen, mit dem Schirm, oder? Ja, freilich. Wunderschön. Das ist ein Fliegenpilz. I feel stronger than ever. Zu sehr ist er gewechselt, okay? So, jetzt schauen wir uns das an. Das ist natürlich das. Wirft mit ätzenden Schaum und gewährt eine Chance, getroffene Gegner zu vergiften. Stärkt die TP-Heilwirkung von allen Gruppenmitgliedern angewandten Heilmagie-Technik um 20%. Heilt im Kampf alle 5 Sekunden 10% der TP bis zu 30% der Max-TP. Das ist die andere, ne? Stellt alle 10 Sekunden 5% der TP wieder her. Heilt im Kampf alle 5 zu 10%. Bittet die Kraft der Holzgeister, um einen bewusstlosen Verbündeten wiederzubeleben, ist natürlich super. Stellt beim Wiederbeleben eines bewusstlosen Verbündeten 90% mehr TP wieder her. Kontermagie. Bittet die Kraft der Holzgeister, um auf die anderen gerichteten magischen Angriffe abzuwehren. Verstärkt TP-Heilwirkung. Beim Einsatz einer Technik, der einen bewusstlosen Verbündeten wiederbelebt, werden alle anderen bewusstlosen Verbündeten ebenfalls wiederbelebt. Wenn Schule im Kampf bewusstlos wird, werden alle bewusstlosen Verbündeten mit 70% ihrer TP wieder. Der Effekt tritt nur einmal pro Kampf ein. Ist halt schwer jetzt zu sagen, weil man eigentlich, das ist der volle Heiler. So. Aber. Ich finde halt das irgendwie geil, dass er da beschwören kann und heilen kann.
Man stellt im Kampf alle 10 Sekunden 5% der TP aller Gruppenmitglieder wieder her. Ist halt auch cool, weil das unten macht zwar 10%, aber ist bei 30% dann aus. Also bis zu 30% der Max-TP. Und das geht immer. Und er könnte halt natürlich auch einen schönen Schaden machen, weil man hin hat, das ist eine Kraft 1020. Das steht 10%, das ist schon verdammt. Irgendwie ist cool, das erste tatsächlich mit ihm. Entweder den Holzding selbst oder den Windding nehmen. Ich weiß es noch nicht, aber ich finde den Wind tatsächlich geil. Durch das Beschwören könnte er natürlich auch schön Schaden machen. Und so ist es dann zusätzlich ein Kämpfer auf dem Feld. Aber er kann ja trotzdem noch immer Schaden machen und hat einen Kämpfer dann wahrscheinlich auf dem Feld. Das wäre schon geil. Aber er wird jetzt eh nicht so fett reinhauen wahrscheinlich. So. Aber natürlich müssen wir mal alle durchprobieren und schauen, wie sie ausschauen. Sehen. Noing. Das Schlimme wird halt sein, wenn ich Julie reinnehme, dann muss jemand aus der Truppe raus. Medium ist jetzt, okay. Ruft mehrere Goblins herbei und verursacht Schnittschaden. Okay. Senkt den Magieangriff, verringert Wahrscheinlichkeit, wenn es wirklich von Magie gegen agiert. Ruft einen Dämon herbei und verursacht Dunkelschaden. Schwörungsmagie. Senkt den Magieangriff, okay, Magieabwehr. Ruft den Grimmkoloss herbei und verursacht Feuerschaden. Senkt im Kampf Magieangriff und Magieabwehr der Gegner. Okay. Psst. Das ist ja ein bisschen wild. Ah, na. Ich bin immer noch unschlüssig, muss ich das sehen. Also, Ninja, okay. Jetzt schauen wir mal, was er wird. I'm eager to try out my new skills. Samurai. Okay, kann aus der Fall geil, ne? Das ist ein bisschen wieder Mihawk. Gewehr dann sehen wir schon 70% mehr Schaden durch gegnerische Attacken zu erleiden. Erhöht den Schaden von normalen Angriffen. Bietet die Kraft der Holzgeister und anderen von den Verbündeten vorübergehend zu Schaden zu schützen. Spezialangriff von 10%. Soll eine Schneide schaffen. Wie was Blüten verursacht Holzschaden. Die wird sagen, was ist schon. Okay. Ein Morde, das letzte noch Kampf in der Gruppe ist, verursacht 70% mehr Schaden. Okay, Mitzel. Ja, das ist alles ein bisschen. Nicht so berauschend. Muss ich gestehen. Hexe. Also, nein, das haben wir schon. So, was wird sie hier jetzt? Und was wirst denn du? Oha, ein Kätzchen. Kompteurin, ne, dann kann sie sich ja was beschweren. Ne? Mümmler ruft sie, okay.
Den Schaden von Beschwörungsmagie um 60% und dann kann sie Heulwölfe beschwören. Ich meine, deswegen ist von Magie, sind wir der Magie um 50% erhöht. Dann kann man, was ruft sie da? Ruft mehr Nadelschnäbel herbei. Dann kann sie den Höllenphönix herbeirufen. 1110 schon. Beschwörungsmagie wird sofort ausgeführt. Wird maximal einmal pro Kampf einen fatalen Treffer. Beschwörungsmagie hat einen 80% Schuss getroffen, gegen den zusätzlichen Status-Effekt zu belegen. Auch nicht verkehrt, tatsächlich, bei ihr, muss man sagen. Klingt da interessant. Tatsächlich, muss ich gestehen. Okay, dann bleibt immer well. Es kann ja was werden. Der kriegt jetzt hier wieder die Lanzen, scheiße. Und dann kann er viel so heilen wahrscheinlich. Oder so Abwehr erhöhen und so Zeugs. Na schon Schwert. Aber Einhand, okay. Ah, witzig. Schwertmeister, okay. Was spannend. Angriff auf Elementarschwertgeist verursacht 10% mehr Schaden. Er bittet die Kraft der Holzgeister, um die Menge haltender ja, des Anwenders oder des Verbündeten zu erhöhen. Verhindert Rückstöße durch schwache gegnerische Attacken. Wirft eine messerscharfe Blätterklinge und verursacht Schnitt- und Holzschaden. Gastangriff verursacht 20% mehr Schaden. Holzgeist, dann lässt belegte Waffen B absorbieren, Angriff auf Elementarschwert, das geht um 20% mehr Schaden, die Füllrate ist egal, das ist normaler Angriff, ich ignoriere Resistenz gegen das, okay. Ist jetzt nicht sonderlich nice für ihn. Da bleiben wir doch lieber beim Duelland. Jetzt ist schwer zu sagen. Ich würde ihn tatsächlich wirklich gern zum Flötenspieler machen. Und mitnehmen in Steam. Und vielleicht Morley rausgeben. Oder Morley drin lassen und Carina raus. Für Verteidigung, eigentlich Magieabwehr ist auch hoch. Was hast du? Magieabwehr 101 und der hat schon 100, der hat 120. Okay. Und Verteidigung 104. Angriff 70, ja, da sind wir natürlich weiter entfernt von den anderen. Ja, 20. Einfach mal 210. So bei ihr. Ist halt jetzt wirklich die Frage, wie würdet ihr das Team aufstellen? Sie wäre halt natürlich schon noch immer cool drinnen zu haben für Magie. Jetzt muss man schauen, was hat er an Intelligenz 71, Magieangriff 93. Sie hat natürlich 145, Intelligenz 91. Aber wir könnten da natürlich einiges rausholen mit den Dingen. MP 51, 58. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde es zumindest gerne mal versuchen. Sie kann das hier gar nicht machen jetzt. Fähigkeit Samen, Verteidigung und Magieabwehr. Ja,
extra TP. Er behält tatsächlich nicht schlecht, wenn er was hätte. Intelligenz plus 14 würde Magieangriff auch hochbringen. Ich versuche es einmal. Ich würde es gerne einmal testen, wie das ist. Ein Flötenspiel im Team der Gratuliere. Wenn das einmal mal erzählt hat. Das finde ich mal super. Kampf gegen die, also das nicht, das meine ich, das finde ich geiler. The elements are all around us. I'm starting to twig it. Putzenratten herbeirufen. The elements are all around us. I'm starting to twig it. 60% mehr Schaden, das ist ja richtig geil. Das lassen wir mal. Schauen wir mal, dass wir die anderen Sachen eher freischalten und ein bisschen aufsparen. Okay. Ja. Das ist halt mal, dann wird das so meine Truppe dann einmal sein. Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr diese Gruppe organisieren? Und wenn würdet ihr was zuteilen? Schreibt es mal gerne. Die Kommentare würden mich interessieren. Ah, jetzt kommen wir schon wieder da. Mario. Thanks for the pick-me-up. Könnte man wieder alles ablaufen. Let's plan our next move. Alles machen wir jetzt tatsächlich ganz flott sogar. Dann können wir schon mal testen, wie er sie anstellt. Gartenzwerg mitnehmen. Don't let victory go to your head. Okay. Man war echt flott, ne? Kann man nicht glauben. Der Raskart, für was wir das Geld nutzen. Die Echse haben wir jetzt auch gekriegt im Lexikon und wir müssen eben noch die Dinge anlegen, so wie wir es vergessen. Was ist denn? Tyranno-Echse, wie die Dino-Echse mit nur herrschsüchtiger. Sie umschlingt ihre Freunde mit ihrer langen Zunge und schluckt sie am Stück herunter. Ja, das habe ich gemerkt. Ihre Freunde oder Feinde? Ich habe wahrscheinlich Freunde vergessen. Also Freund möchte ich da nicht sein. So, was haben wir da jetzt? Beschwörer Mümmler. Von mir aus, kann er das alles beschwören? Kann er beide zum Beispiel? Das wäre interessant. Das wäre wirklich, das wäre brutal, oder? Wenn man alles beschwört. Mümmler, ich hab Kapuzenratten, alles rennt herum. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, oder? Das wäre ja. What
New unseen challenges await us. End of the water. Das wäre brutal, ne? Another round. Vou no. Hein? Irgendwie geht es doch richtig zur Sache jetzt. Gefühlt. Schau dich aus. Okay, es ist da drüben. Da oben, mei, ich war echt richtig. Aber voll lauter. Wulli Wulli. Passiert es halt. Thanks for the pick me up. So, wir lauter Men im Team, das ist eigentlich ein Scheiß. Okay, das war das. Ja, dann haben wir das soweit. Dann, Freunde, machen wir hier natürlich Schluss. Mit der Folge, logisch. Und in der nächsten geht es dann weiter. Und scheinbar gehen wir Richtung Mana bauen. Man glaubt es ja kaum. Ne? Ja. Kann man zwar nicht vorstellen, dass dann schon vorbei ist, aber wir werden ja sehen. Muss ja nicht irgendwas kommen. Gibt ja noch die ganzen Ruinen, wo die ganzen Leute, wo sie über 50 sind und so. Da muss irgendwas noch sein. Gut, Freunde. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Team ausschaut oder wie ihr das jetzt eingestellt hättet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.